Sie sind hier, 5. September 2018, 10.38 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Silvio Berlusconi will laut Medienberichten den italienischen Drittligisten Monza Calcio kaufen. Urheberrecht Getty Images. Silvio Berlusconi hat nach seinem Ende beim AC Mailand offenbar ein neues Team ins Visier genommen. Ein italienischer Drittligist hat es ihm demnach angetan. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat Interesse, den Fußball-Drittligisten Monza Calcio zu kaufen. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Als neuer Mehrheitsaktionär des Clubs will der frühere Besitzer des AC Mailand offenbar dem langjährigen Milan-Geschäftsführer Adriano Galliani die Führung des Vereins anvertrauen. Galliani, bis 2017 30 Jahre lang Milan-Geschäftsführer, hatte bei Monza seine Karriere als Sportmanager begonnen. Monza steht seit 2015 im Besitz des Unternehmers Nicola Colombo, der den Club vor der Pleite gerettet und ihn aus der Serie D in die dritte Liga geführt hatte. Colombo ist angeblich bereit, die gesamte Beteiligung am Club zu verkaufen. Berlusconi, aktuell nicht im Fußball aktiv. Berlusconi hatte vor 16 Monaten den Fußball verlassen. Damals hatte er die Rossonerie an den chinesischen Geschäftsmann Li Yonghe verkauft. Dieser hatte wiederum den Club dem US-Hedgefonds Elliott überlassen müssen. Li hatte Rückzahlungen an Elliott versäumt. Der US-Hedgefonds wurde im Juli Mehrheitseigentümer Milans von Sportinformationsdienst.